Hey Leute, wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben Team Rocket aus dieser Stadt verschlagen. Und jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir an unseren siebten Arena-Orden rankommen. Mit Parasect wird das nicht so gut gelingen, denn ihr seht es vielleicht, Eis ist ein wichtiges Element. Man hat auch hier ein bisschen die Arena verändert früher, was glaube ich auch schon so eine Art Eisfeld, nur halt nicht so auf mehrere Räume gesplittet. Hier sind es halt mehrere Räume. Ja, muss man schauen. Das ist auch eine gute Vorbereitung für den Eispfad, welcher dann danach kommt, wo wir auch unser letztes Teammitglied fangen. Also das, was diese Stadt mit der nächsten Stadt verbindet, wo auch dann der achte Orden ist. So, und das wird unser nächstes Team-Pokémon sein, Quiekel. Also er wird da jetzt etwas erstaunt. Dann denkt sich, warum zur Hölle Quiekel? Ja, weil es eine coole Entwicklung hat. Ich weiß nicht, ob wir dafür auch wieder tauschen müssen. So, die Trainer zeigen sich hier stärker. Das freut mich natürlich. Andererseits, ja, ist Quiekel nicht das stärkste Pokémon und kann daher uns relativ wenig Schaden zufügen. Irgendwie ja schade um das kleine Quiekel. Quiekel! Wir haben ja zum Glück zwei Pokémon, die gut mit Eis-Pokémon fertig werden können. Darunter zählen auch Wasser-Pokémon, ja. Damals gab es ja noch keine so dumme Kombination wie Eispflanze. Ja, Eis-Pokémon werden an sich ganz schön nützlich, nur sie haben halt zu viele Schwächen. Gut, für Käfer gilt eigentlich genau dasselbe, aber ja, Käfer habe ich seltener genommen als Eis. Das steht ja mal so fest im Raum. So, wir müssen erstmal alles besiegen, wir müssen hier erstmal durchkommen, damit wir dann die anderen Blöcke verschieben. Also, es wird von Arena zu Arena immer schwieriger, die Trainer zu überspringen. Das ist aber auch jetzt das in der Sache, man sollte schon die Trainer besiegen, die in der Arena sich anbieten. Ja, toll, Spezialverteidigung. Was das bringen mag, weiß keiner. Und das hat auch nichts gebracht. Also daher besiegen wir's. Ja, das haben wir mal wieder knapp nicht geschafft. Also ich hoffe wirklich, dass ich Ant-Man bis dahin auswechseln kann, weil ich habe eigentlich keinen Bock, jetzt Ant-Man da durchzubegleiten. Und so schwierig sind die Eisrätsel nun echt nicht. Mal schauen, wie sieht's hier mit aus. Ach, da ist schon der Arenaleiter. Wir müssen noch diese drei Trainer überwinden und dann halt dieses Konstrukt da zu Ende bauen. Ja, da bringe ich jetzt angeblich die Lehre des Winters bei. Und ich bin schon mal sehr gespannt darauf, was er damit meint. Ja, Aurastrahl ist böse. Das haben wir uns gerade wieder gespürt, aber nur durch den Volltreffer. Vielleicht wäre es auch gegangen ohne Volltreffer. Wer weiß. Ist aber auch ein dummes Wasser-Pokémon, daher müssen wir uns da und wieder was anderes einfallen lassen. Warum habe ich Voltoball im Team? Ich behalte es einfach mal im Team, vielleicht bringt es ja irgendwie was. Ja, war auch noch ein Volltreffer, komischerweise. Volltreffer-Garantie. FTW oder was? Oh Gott, ich hasse sowas. Ich hasse solche Attacken einfach nur, aber dafür wird es eingeschläfert. Das ist ja immer so die Achillesferse bei uns. Jetzt mittlerweile finde ich das ganz okay. Ja, vielleicht überlege ich mir doch dann die etwas stärkere Geistattacke beizubringen, wenn wir schon mal hier sind. Aber auf jeden Fall ist Finster ein oder Unlicht ein sehr großer Bestandteil. Den brauchen wir auch. Ohne Unlicht geht es eigentlich nicht. Deswegen ist es unverschämt, dass es hier eigentlich keine Arena gibt, die sowas anbietet. So, jetzt sind sie aufgewacht. Och nein! Zieh doch das Ding nicht länger, als es schon ist. Diesen alten, ausgelutschten Kaugummi. Also, wir müssen das Ding in drei Runden praktisch besiegen. Das sagt mir das Ding zumindest so. Eigentlich schade um die Erfahrungspunkte, die wir an Parasect hätten geben können oder an Ant-Man. Gut, wir brauchen doch etwas länger. Also hoffen wir mal, dass das Ding auch noch in der nächsten Runde schlafen
sich schlafen legt, gar nicht erst aufsteht. Ja, hat jetzt Wasserring ein. Toll. Das ist auch so eine strange Attacke. Naja, besiegen, was bringen wir hinter uns? Ich habe keinen Bock, das Ding länger anzusehen. So, ist ja eigentlich schon längst hier auf Level 31 unterwegs. Nee. Das Problem ist, Yugon ist leider auch ein Wasser-Pokémon und das ist sehr doof. Yugong wohlgemerkt. Yugong. Nicht Yugrant. Wir haben keine Heil-Items. Auch sehr gut. Aber so kann man es ja auch schaffen, wenn man ein gut ausgewogenes Team hat. Hust. Und zurückfliegen möchte ich eigentlich nicht großartig. Weil man ja meinte, man müsste hier keinen Pokémon-Markt eröffnen. Ja, es kommen auch so selten Trainer hier vorbei. Es gibt ja nur die siebte Arena, daher ist ja alles nicht so sonderlich wichtig. Weil auf der Zinnoberinsel, da wurde viel mehr Wert drauf gelegt. Soll ich sagen, es war halt eine verdammte Insel. Okay. Da können wir nichts weiter machen als irgendwas wiederherstellen und das nervt mich jetzt schon wieder zu Tode. Ja, das brachte gar nichts. Aber wir sind auch nicht so gefährlich, aktuell zumindest. Dann fass mal, wie wenig diese Eisattacken bringen. Das ist ja, habe ich mir viel schlimmer vorgestellt. Gut, Aurora-Strahl kann man machen. Da kann man auch jemanden zerstören, aber jetzt sind wir nicht mehr verwirrt und jetzt geht's richtig ab. Hoffe ich doch zumindest. Wir werden hier leider aktuell von spitzen Eissplittern getroffen, die so schlimm wehtun, dass sie unsere Haut zerstören, uns auseinanderreißen. Ja, das nächste Mal lernen wir, wie man mich richtig aufhält, weil so hält man mich nicht auf. You can't ever stop this. The chase is better than the catch. Nee, so ist es nun wirklich nicht. Aber auch Ausstoß ist jetzt nicht gerade das Beste. Also es soll eher Abstoß heißen, weil ich kann es nicht ausstehen. Die Anspielung auf die Auster. Auf die Auster, meine Güte. Okay, das bringt auch dementsprechend sehr wenig. Ich könnte mal mit Hypnose versuchen, aber ich weiß nicht, das ist irgendwie... Ich verwende nicht gerne die Mittel, die gegen mich verwendet worden sind. Da bin ich relativ sozial. Ja, wir müssen unbedingt nochmal die Arena verlassen. Weil so ist es ein Ringen mit den Nerven und Ringen mit den Nerven ist nicht so schön. Vor allem, wie kann so ein Ding... Wie konnte Pokémon überhaupt hier stehen bleiben? Das ist doch alles so rutschig, das ist... Voll die unlogische Sache, die unlogische Erzählung. Ja, es hat sich von Verwirrung selbst geschlagen. Schlag ich mich selbst. Ich kenne sicherlich manche Leute, die solche dummen Witze immer machen mit Schlag dich nicht selbst. Gut, da muss halt hier der letzte Schritt selbst getan werden. Auf Level 31, wenn das hier jetzt nicht daneben geht. Ja, hier ist es natürlich viel brutaler als bei dem anderen. Das ist logisch. Friss das. Leg dich nicht mehr mit uns an. So, Birdie bekommt jetzt das meiste vom Kuchen. Der absolute Wahnwitz ist das doch. Das ist der Wahnsinn. Okay, gerade hat ein bisschen die Erde gegeben. Nee, das stelle ich mir nicht so vor. Stelle ich mir sicherlich nur wieder vor. Bekämpfe die Illusion, sie ist nicht echt.
Oh ja, kühl ruhig meine Flammen ab, mein Kollege. Ja, die sind jetzt deutlich langsamer, aber wir kommen immer noch zuerst zum Zug. Ja, so gefällt mir das doch. Das ist das einzige Gute an Zertrümmerer, dass er halt immer stärker wird, die Attacke. Ja, oh Mann. Das bringt doch alles nichts, verschwend doch nicht deine Zeit, du, deine Zeit ist doch kostbar. Das ist der Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn, wie ich finde. Okay, hat nicht ganz gereicht, das ist so peinlich. Ich verrate dir Norberts Geheimnis. Übrigens, es ist bestätigt, dass Norbert Meyer der neue Darmstadt-Trainer wird. Und meine Reaktion dazu, musste das denn wirklich sein? Müssen wir wirklich diese gescheiterte Existenz irgendwie bei uns unterfüttern, nur weil er in der Bundesliga sein möchte? Ja gut, besser als gar nichts, würde ich mal sagen. Besser als Jürgen Kramm nie. Aber ich hätte mir da doch ein paar andere Anwärter vorgestellt. Dann bin ich mal gespannt, wie das Ganze so mit dem Herrn Meyer vorangeht. Und wenn er mit Darmstadt Deutscher Meister wird, dann... Ja, dann springe ich aus dem Fenster raus und... Ich weiß nicht. Ob ich das dann wirklich tun werde, also liebes Ich aus der Zukunft... Sollte das, was ich gerade gesagt habe, wirklich wahr werden, dann ja, mach's am besten. Aber selbst wenn du dir wehtust, ich meine, du bist Teil einer der größten Stories überhaupt. Du musst halt immer vorsichtig sein mit solchen Behauptungen. Aber gut, wir hatten damals in der zweiten Liga gesagt, dass Darmstadt es tatsächlich ja auch noch den Durchmarsch in die erste Liga schafft und dann noch ein Jahr bleibt. Also ein weiteres Jahr, versteht sich. So, wir können hier mit Finsterfaust richtig viel erreichen, merke ich. Wir boxen uns halt voran. Ja, hatte ich gar nicht anderes. Ich hatte gar nichts anderes vor. Also los da. Mein T-Shirt ist noch gar nicht gewaschen und ich liebe es jetzt schon. Perfekt. Jetzt noch einmal, dann haben wir das schon. Okay, die Zugabe ist beendet. Hätte sowieso nichts gebracht, weil wir schon in der Zugabe drin waren. Also, das hat gereicht und das muss jetzt eigentlich auch reichen für Level 31. Das ist ein richtiger 31er bis jetzt. Vor mir brauchst du keine Angst kriegen. Ja, ich habe den EP-Teiler doch ein bisschen anders vorgestellt, wenn ich es mir so recht überlege. Aber, ja. Wollen wir das Pokémon vorsetzen, welches da praktisch den EP-Teiler trägt? Ich weiß nicht, ob das wirklich so viel bringt. Weil ich weiß nicht, der EP-Teil hat uns in Pokémon Diamant echt geholfen, hat uns... Okay, eher in Schwarz und Weiß hat uns echt geholfen. Wir waren in Pokémon Diamant trotzdem sehr unterlevelt, was ich überhaupt nicht verstehe. So, jetzt können wir, glaube ich, auch das Pokémon ablegen. Am besten wäre es zumindest, wenn wir das so machen. So, und jetzt müssen wir noch ein bisschen was einkaufen. Das tun wir allerdings erst im nächsten Part, Leute. Bis zum nächsten Mal und ciao. Und dann gibt's den Arena-Kampf.